Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver Randomizer Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir die Routen abgeklappert und dürfen jetzt ein Phineon fangen. Na gut. Machen wir das halt. Exo ist gerade nicht da, der wollte nur mal auf die Toilette und wollte was zu essen. Und er hat gesagt, ich soll es schon mal anfangen. Deswegen auch kein Aquana vorne dran. Aber gut. Dann zerschneiden wir mal das Phineon. Stark. Kann man sich das hier angucken? Nein, kann man nicht, verdammt. Warum heißt es nicht umbringen? Verdammt! Naja, mein Gott. Ich würde eigentlich nur gucken, wie stark es ist. Aber Phineon. Da trauern wir mal auch nicht unbedingt hinterher. Naja. So, gut, dann wollen wir mal schauen, was die Siegestraße so für uns bereithält. Außer random wilden Pokémon, natürlich. Ein Kabutops. Das wäre schon interessanter gewesen. So allerdings ist es ein gutes Matchup. Weil ein Giga Drain sollte auf jeden Fall reichen und es sollte auch ganz gute Erfahrungen geben. Ach, und ich sehe gerade. Ich muss tatsächlich jetzt eh einen Cut machen. Denn ich muss gleich weg. Vergessen. Gut. Also, dann bis gleich demnächst irgendwie. So, da sind wir wieder. Nach sehr, sehr langer Zeit sogar. Auch wenn es nur ein kurzer Cut jetzt in diesem Video ist. Ups. Ungefähr fast 5 Monate. Ja, kommt so hin. Oh nee, warte, jetzt nimmst du ja mein schreckliches Mikro auf. Warte. Das kann ich jetzt mal ändern. Wenn du meinst, dass das andere besser ist. Ach, komm schon, Paraparili. Omnius Wind. Darf ich jetzt bitte? Oh. Danke. So, wir haben es ja nicht geschafft, ein Phineon zu fangen. Während Exo irgendwelche Geräusche da macht. Da er auch wieder da ist, können wir ihn jetzt mal kurz wieder nach vorne setzen. Oh was. Ein Infernape, das wäre lustiger gewesen. Tipp, tipp, tipp. So. Machen wir das mal mit Surfer weg. Sollte kein Problem darstellen. So, dass es nicht gerade ist. Ja, man hört dich auch nur noch recht leise. Ach so, jetzt ist wieder dieser... Hä, Moment, ich habe das aber gerade auf Skype umgestellt. Hallo? Hörst du mich? Ich höre dich, aber nicht so gut wie vorher. Ich gehe mal kurz hier auf die Audio-Einstellung. Moment. Exo, mitten im Video fängt er an. Nee, nee, nee. Da ist was los. So. Wie klingt das jetzt? Zumindest etwas klarer. Okay, ich verstehe es nicht. Warum alle immer sagen, dass bei denen das Logitech-Headset so viel besser bis sie so klarer klingen soll, weil wenn ich das auf meinen Aufnahmen höre, klingt das wie absolute Grütze. Vielleicht sind auch deine Ohren einfach nur absolute Grütze. Ja! Das wird sein. Deswegen guckt auf deine Videos. Das kann durchaus sein. Und so oft guckst du sie nicht. Ja, Konfi. Also komm, also mal jetzt hier zur Verteidigung. Auf der Review habe ich einiges geschaut. Aber ich konnte nicht viel schreiben. Naja. Oh ey, wie ich einfach nicht abhauen kann von Viechern, die 10 Level unter mir sind, ey. Mann, Mann, Mann. So. Du bist halt du. Das wird die Lösung all deiner Probleme sein. Schicken wir mal Isobu vor. So, dann können wir jetzt mal wieder so einen kleinen zeitlichen Check geben. Wir haben jetzt den 1.8.039 und Mase macht tolle Projekte. Und voll. Und voll. Isobu. So. Boom. Gut, wir machen heute die Siegestraße weiter, die wir ja in diesem Part erst angefangen haben.
Oh, komm, oh, zwei Schritte. Ja, das passiert. Am Arsch. Hallo, Quappo. Du gibst sogar gute Erfahrung, dich mach ich platt. Hat's. Jetzt überlebt er knapp, macht einen Konter. Nee. Gut. Es hätte ja nur noch gefehlt. Belebe. Tipp, 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 tipp. Isobuk geht auf Level 41 und möchte Swagger lernen. Nein, danke, ich möchte kein Swagplay machen. Während Exo schon wieder irgendwas schreibt. Ja, sie hat genervt, es tut mir leid. Ja, es sind wieder so die Leute, hey du, ich war die ganze Zeit on und du hast mich da vor 9 Stunden angeschrieben. Ah, da habe ich einfach so getan, als wäre ich da. Und jetzt hast du gerade geschrieben, yo, wenn du es zurückschreibst, mach's nicht, denn ich bin jetzt beschäftigt. Und wir machen einen kurzen Cut. Bis gleich. So, back in business. Weiter geht's mit normalen Sprite. Und langsam gehen mir echt hier die Gegner gerade auf den Sack. Meine Fresse. Was ist denn heute los? So. Okay, da ist nichts weiter an Items. Boah, ey. Das ist ja nicht mehr feierlich. Weißt du, was das ist? Das ist die Armee, die du bei Final Fantasy 7 bei dem Berg geskippt hast. Ja, ich glaube es auch. Ja. Ah. So, ey du, wir haben noch eine Rechnung offen. Du alter Schlumpf, du. Ich habe 3 Schutz. Einen normalen, einen Super und einen Max. Mal sehen, ob das reicht. Hm. Wohl eher nicht. Aber hier so ein bisschen... nervig. Fight wegmachen. Okay, da kommen wir nicht irgendwo hin. Aber vergiss nicht, dass du sowas nicht auf dem Wasser machen darfst, sonst kommen nur noch Viecher über deinem Level. Ja. Yay, Top-Beleber. Geld. Ey, Hauptsache, du kannst sie so finden. Das war ja bei Diamond und Pearl, konntest du ja nur im Untergrund finden. Was? Top-Beleber. Ja, mein Gott. Beleber. Stört jetzt nicht wirklich in der Nuzlocke. Ja, aber ich meine in Diamond und Pearl generell, dass man die überhaupt so gar nicht gefunden hat. Oder halt, kann man die überhaupt kaufen? Das weiß ich nämlich gerade auch nicht. Zumindest Beleber ja, aber nicht Top-Beleber. Ja, die konnte man nur im Untergrund finden. Untergrund war sowieso super geil. War interessant, ja. Ich fand's lustig. Ich hab damit ziemlich viel zerbracht. Teilweise sogar mehr als mit dem richtigen Spiel. Hm, kann sein. Yay, noch ein Top-Beleber. Jetzt kommt Mase mit den ganzen Strats hier. How to make money. Hm. Wollen wir nicht Dragon Ball spielen? 7 Top-Beleber für einmal wünschen? Wahrscheinlich kommen wir da aber nicht gescheit hin. Okay. Der Witz war so schlecht. Er hat mir Krebs gegeben. Das sollte ja kein Witz sein. Ich wollte nur eins meiner Pokémon wiederbeleben. Okay. Ich platze! Bitte nicht. Ich kann dich noch gut gebrauchen, Isobu. Isobu. Ja, yeah, full restore. So, ich hab noch einen Schutz. Ab da an müssen wir dann mit den Gegnern leben. Nein, wir müssen nicht mit ihnen leben, du kannst sie auch einfach umbringen. Ja, das schon, aber... weißt du, was ich meine? Dass wir halt jedes Mal durch Kämpfe gestört werden. Wo hab ich denn eigentlich? 4 Top-Beleber, ich müsste noch 3 finden. Da habe ich einen Wunsch frei. Nee. Da oben liegt noch ein Item, das nehmen wir auch noch mit. Aber zum Glück ist hier die Siegestraße nicht so lang. Das ist das Gute, wir sehen da oben ja schon den Ausgang. Ah, welches Loch war es? Das obere oder das untere? Exo? Ja? Oben oder unten? Da müssen wir jetzt mal High-Level-Stratzen machen. Ene, mene, Mist. Nein. Ich würde sagen, oben geht zum Himmel und unten zur Hölle. Genau. Unten. Okay, dann gehe ich nach oben. Du willst in den Himmel? Ist ja gay. Nein, ich will nur durch die blöde Höhle.
Ja, war richtig, weil da ist das Item. Es wäre beides richtig gewesen, nur bei dem einen gibt es ein Item. Gut. Achso, sag es doch, hätte ich noch umgesagt. Das wusste ich jetzt auch nicht. Ich habe gedacht, bei dem einen gibt es ein Item und man fällt, muss wieder den ganzen Weg zurücklatschen oder. Ja. Also beides in Ordnung. Also ich glaube, wenn man da runter hüpft, kommt man nochmal irgendwo hin zum Item, zum extra Item. Yay, Rare Candy. Das ist ernsthaft machen. Ich bin gerade am überlegen, aber ja, warum nicht? Und dann ist der Schutz nach und dann wir alle zwei Schritte Monster. Das ist richtig. Aber für Erdbeben ist es das, glaube ich, wert. Ja, okay. Erdbeben kann man mal gebrauchen. Und so weit ist es ja nicht. So, jetzt ist der Schutz weg und ein Schritt und Monster. Wunderbar. Genau wie geplant. Ja. Hallo, schon wieder ein Miltank. Miltank gegen... ein Tauros. Was für ein Kampf. Okay, Zen Headbutt. Joa, steck mal gut weg. Geduld, kein Problem. Ehe du angreifst, bist du weg. Miltank, es ist so rosa und so nippelig. Sehr schön gesagt. Dankeschön. Ich war mal in der Poesieklasse, würdest du das glauben? Nee. Ich auch nicht. Dem, Voltilam. Da hau ich aber mal besser ab. Ich habe keine Lust, jetzt Statik auf mich drauf zu bekommen. Da wir gleich gegen Silver kämpfen müssen. Rock Smash. Hulk Smash! Rock Smash! Und ist im letzten auch ein Pokémon? Im letzten Stein? Nein, wir sind durchgekommen. Cool. Dark Pulse. Nicht schlecht. So. Jetzt die Frage. Mit was startet Silver? Gold. Ich glaube, er startet mit einem Sneebel wieder, oder? Ich habe keine Ahnung. Der hat ja mal einen Sneebel. Eventuell auch mal einen Schnupfen. Warum warst du wieder in diesem Projekt? Weil du Abos abgreifen willst? Nein. Was? Okay, probieren wir es mit Fate vorne. Hä? Ist Fate nicht verreckt? Ach nee, stimmt, das gab's ja alles nicht mehr. Mhm. Warte! Wirst du die Pokéliga herausfordern? Geister. Die Siegestraße ist hier zu Ende, das ist sicher. Hast du gemerkt? Ich habe hier keinen wirklichen Trainer auf dem Weg gesehen. Oder du? Mann, die sind alle ohne Rückgrat. Nun, der Fakt, dass du so weit gekommen bist, heißt, du bist keiner von denen. Aber deine Reise endet hier. Denn genau hier, genau jetzt, werde ich dich besiegeln. Los, Giovanni Junior. Ja. Ich finde es übrigens immer noch grausam, dass das Rote nicht irgendwie so eine Feder ist, die er im Kopf trägt, sondern sein Ohr, was einfach scheinbar extrem entzündet ist. Okay. Was denn? Ja, ist schon ein bisschen merkwürdig, aber. Ich finde es scheiße. Naja. Man kann es nicht ändern. Icy Wind. Na gut, das mit Sneebel war schon mal richtig. Naja, Silver ist ja sowieso auch im Manga viel cooler als im Spiel. Da hat er nämlich silberne Haare. Nee, der sieht genauso aus, das ist nicht das Ding. Hase. Ist so. Ja, aber es sollte doch schon klar sein, dass das nicht ernst gemeint war. Ach, das war nicht ernst gemeint. So, Magneton. Was machen wir gegen Magneton? Na, auch wieder Fade. Ist ja stark. Ja, das Problem ist, er hat einen Donnerblitz. Naja, hast du eine bessere Alternative? Du kannst auch Shader nehmen. Nee, ich setze erstmal Paraprili ein. Warum hast du eigentlich Shader nicht trainiert? Weil ich das nur als VM-Move erstmal haben wollte, weil ich dann irgendwas anderes Sinnvolles trainieren wollte und nicht Austoss. Bevor ich das dann auch noch auf Team-Level hochtrainiere, erst ewig lang.
habe ich mir gedacht, scheiß drauf, dann nehme ich das jetzt nur rein für Whirlpool und Tauch. Nee, für Whirlpool halt. Und schmeiß es dann wieder raus, sobald wir durch die Siegestraße sind. Weil dann brauchen wir erstmal keine VMs mehr. Zum Paraprili war sogar ein sehr gutes Matchup dank Zertrümmerer. Funktioniert doch wunderbar. Boom, schau dir das an. Mit zwei Schlägen. Nicht schlecht. Pilze halt. So, Golbat. Da kommt der River rein. So. Eine Discharge sollte ordentlich wehtun, solange wir durch die Konfusion kommen. Ach, Menno. So, daneben nochmal. Flinch, Konfusion. Ach Gott, das ist schon wieder ein klasse Kampf. Jawoll. Wow. Die Hex. Diese Hex. Meine Fresse. Manche würden das als Skill bezeichnen. Aber wir sind ja zum Glück nicht im Burglobby. Ich meine, ich benutze auch gerne Kung-Fu-Strahl, das kann man ja nicht abstreiten. Mein Nachtara ist ja auch Kung-Fu-Strahl-Nutzer. Meistens. Zumindest eins meiner Nachtara. Mein Lieblings-Nachtara. Ich habe auch immer überlegt, das mit Gainer oder so zu spielen, aber es war meistens immer nicht so hilfreich, wie wenn ich mit Konfusion und Fluch arbeite. Ich würde mal sagen, da hast du gerade den Golbat Entfluss geweint. Hm. Ich glaube, der war zu hoch. Tut mir leid. Nee, ich verstehe ihn schon. Wegen Cry Me a River und sowas. So, Meganie. Kontern wir natürlich mit Glurak. Fliegen ist sogar momentan unsere stärkste Attacke von Glurak, glaube ich. Dank Step. Ah, Reflect. Okay, aber es brennt wenigstens. Burn, Motherfucker! Ich meine. Und jetzt einfach mal die Glut nochmal. Ah, perfekt. Critical. Ach ja, die Welt ist manchmal schon lustig. Warum? Nicht so wichtig. Unterhalte mich weiter. Hä? Machst du schon wieder irgendwas nebenbei? Nein, ich habe gerade neben mir eine Nachricht aus den Augen gesehen, das finde ich sehr lustig. Nur über mich also, beschweren, wenn ich nebenbei irgendwas anderes mache, ja, ja. Ich mache nebenher nichts wirklich, ich gucke auf die Bildschirm, bloß nebenher ist noch die Chatleiste mit am Rand, weil Vollbild kacke ist, weil dann leckt die Kacke wahrscheinlich wieder wie sonst was. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Warum ist er nicht gestorben, dieses Arsch? Weil du nicht gut genug bist. Deine Mom kann nicht gut genug kochen. Aber du bist trotzdem mehr als gut genug insgesamt. Ich hab dir oft genug den Arsch gerettet. Ja. Eigentlich habe ich den Nobelpreis für verdient. Na, und nicht ganz. Orden. Orden, ja. So, Kadabra. Lass mal die Sobu machen. Wegen Angriff und so. Dann haben wir den Kampf doch auch ganz gut über die Reihe bekommen. Kadabra. Ich verstehe. Seht ihr, es wäre es nicht nur Glück gewesen, dass sich so weit gebracht hat. Sondern auch eine Hex. Ja. Das erinnert mich immer noch bei, bei Pokémon Stadium nach deiner Folge. So, bis dann, ciao. Das ist immer nur so ein Wiki. Seht ihr euch an, Donner hat nur so eine Rate zu treffen. Ja. Ah ja, mein Gott. So dieses Tryhard zu zeigen, dass das einfach nur Luckshit war. Ja. Natürlich. Was erwartest du? Ich konnte nicht gewinnen. Ich habe alles gegeben, was ich hatte. Was du besitzt und was mir fehlt. Das ist genauso wie der Drachentyp das gesagt hat. Und ich habe Geld zu meiner Mutter geschickt. Ich will nicht sagen, aber er hat ja erst
gegeben, was er hat. 20 Euro. Tschüss. Das werde ich das nächste Mal verkloppen können. So, damit sind wir auch am Indigo-Plateau angekommen. Wir wollen uns erstmal vor allem heilen. So, und damit sind wir auch eigentlich am Ende dieses Partes schon. Und dieser Aufnahmesession. Sicher? Waren das schon 20 Minuten? Ich bin einfach nur an meine Aufnahmezeiten gewohnt. Die sind ja ein bisschen länger. Nee, es sind tatsächlich nur so 16 Minuten jetzt gerade. Das Einzige, was wir aber jetzt noch machen können, ist eigentlich uns überlegen, wen wir jetzt für die Top 4 mitnehmen. Damit wir wissen, wie wir trainieren wollen. So, ich will nur kurz mal gucken, wie viel Kohle ich denn überhaupt habe. 77.000, dafür kann ich mir auf jeden Fall einiges kaufen. Das muss ich natürlich auch erstmal machen. Zum Beispiel zwei Lutscher. Und ein Bonbon. Ultrabälle habe ich 23, das reicht. Du brauchst ganz viele Potions. Hyper Potions sollten aber reichen. Du hast nur eine, deswegen. Ja. Ein paar Heiler werden wahrscheinlich auch nicht schlecht. Mach 29. Schade, dass es nicht so ist, dass wenn du 10 Hyper Potions kaufst, dass du noch irgendwie noch so einen Trank oder so mitbekommst. Ja, einfach einen normalen Trank. Ja. So, dann machen wir auch 28 von. Und von dem Rest holen wir uns noch Full Restore. So. Dann haben wir so gut wie kein Geld mehr. Ja, vielleicht habe ich noch irgendwas wie Nuggets. Hier, Iron. Genau. Eisen, Calcium, das ganze Zeug benutzen wir jetzt eh nicht mehr, weil die Dinger eh schon alle volle EVs haben. Schaufler werden wir nicht brauchen. Sandsturm werden wir nicht einsetzen. Snatch werden wir nicht einsetzen. Plug werden wir nicht einsetzen. Und Swagger werden wir auch nicht einsetzen. So, davon können wir uns noch ein paar Full Restores kaufen. So, mit 14 Full Restores, 30 Hyper und Hypertränken und Heilern sollte das eigentlich ganz gut klappen. So, Gegner. Als erstes kommt Willy mit seinen Psycho-Pokémon. Danach kommt Koga mit Käfer und Gift. Danach kommt Bruno. Bruno mit Stahl und Kampf. Nein, mit Stahl, mit Stein und Kampf. Nee, Stahl, er hat doch auch Stahlos, oder? Ja, aber es zählt ja eher zu Stein. Er hat Stahlos, er hat Onyx, er hat. Ja, Stahlos ist aber Stahlboden und nicht Gestein. Ach so, stimmt ja. Und ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob Bruno schon Stahlos hatte. Dann kommt auf jeden Fall Agneta, Agathe. Nee, Melanie heißt sie. Melanie? Oder Marian, ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall die andere, die Unlichttrainerin und nicht die Geisttrainerin. Kann ich mich schon echt nicht erinnern, weiß ich, wie lange es her ist, seit ich Golden Silver gespielt habe. Und dann als Champion kommt halt Rache. Ja, Siegfried. Beziehungsweise in der englischen Version Lance. Lance. Ich verwechsel mit Lancelot. So. Wo ich auch letztens eine interessante Diskussion hatte, wo jemand halt so mit mir gesprochen hat und dann meinte diese Person, ja, ich werde mir einen Hund holen, den werde ich Lance nennen. Meinte ich so, also Sir Lancelot. Und er so, ja, ist Lance, nicht Lancelot, Dann musste ich ihn erst mal ungefähr 20 Minuten erklären, dass Lance die Kurzform von Lancelot ist und demnach beides richtig ist, genauso wie Alex von Alexander und Michi von Michael. Hatte ich das Latias? Oder Micha. Hatte ich das Latias auf normalen Wege gefangen? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nämlich auch nicht. Das wundert mich gerade, weil das hier auf dieser das Box einzige, ist. Das einzige Legendäre, das du normal gefangen hast, war Palkia. Ja. Soweit ich es weiß. Ich meine, du kannst doch deine Videos alle durchgucken. Ich schau mir das zumindest nochmal an, weil das wäre interessant, Latias auf jeden Fall noch mitzunehmen. So, für Psycho wäre eigentlich Sableye gar nicht mal so schlecht. Wir haben auch Finsteraura. Das wäre vielleicht gegen den gar nicht mal so schlecht. Weißt du, was mir damals gereicht hat? Mein Tornupto. Ja, okay, Tornupto habe ich aber gerade nicht. Aber Ampharos ist auch ziemlich gut für seine Xatu. Ja, aber ich hatte halt Feuerschlag, Donnerschlag,
ich glaube ich. Irgendeine dritte Attacke hatte ich auch nicht. Ich hatte noch zwei Attacken, ich weiß nicht mehr, was die waren. Aber Feuerschlag und Donnerschlag war halt ziemlich geil. Ja. Da hatte ich, ich glaube, ich hatte auch noch irgendeine Bodenattacke. Wegen Bruno. Und irgendwas Witzes hatte ich dann auch noch. Aber ich denke, dass mein Tundu, ich glaube, es war auf Level 55 oder so, als ich reingegangen bin. Aber es war auch dann mein einziges dann. Hm. Du kannst ja Palkia mitnehmen. So gesehen wäre es gar nicht mal so schlecht, aber es ist wieder ein zweischneidiges Schwert gegen drei Dragoran. Naja, ich meine, du musst jetzt nicht gegen Dragoran, du kannst damit zumindest, also Erste kannst du auf jeden Fall wegsnipen, sonst was. Koga hat auch nicht viel zu melden, Bruno sowieso nicht und Undicht hat jetzt auch nicht so die, also das ist relativ even, aber Palkia macht die ersten vier definitiv fertig. Ich bin gerade am überlegen, ich nehme vielleicht Schmalbini mit. Warum? Für Bruno. Weil, wenn ich jetzt mir mein jetziges Team angucke, Machomai, Kiltauros ist gefährlich für einen Aquana. Okay, Ampharos kann da normal dagegen stehen. Steinhagel. Warum gefährlich für mich? Weil ein Aquana keine gute physische Verteidigung hat, sondern eher eine spezielle. Mhm. 69 physische Verteidigung, 98 spezielle. Nicht so viel. Sobo hat schon ein bisschen mehr, aber Kampfattacken. Ein Steinhagel, wie gesagt, gegen Paraparilli und Glurakwan schlecht. Der Einzige, der da wirklich bis was aushalten würde, ist wahrscheinlich River. Deswegen bin ich am Überlegen, halt stattdessen Schwalbini mitzunehmen. Das kann dann starke Flugattacken mit Step. Das könnte dann zumindest sowas wie Machomai und Kikli und Nocturne alles wegbashen, wie sonst sowas. Die nächste Option wäre halt natürlich Sableye. Wenn ich Sableye an sich ins Team nehme, das hat dann natürlich überhaupt keine Angst vor Kampfattacken. Das ist halt nur von den Werten allgemein her nicht so gut. Dann habe ich auch nicht unbedingt die besten Attacken, um gegen die Kampf-Pokémon anzustinken. Weißt du, was richtig gut wäre? Relaxo. Ja, das ist halt wieder das Kampf-Pokémon-Ding. Ich meine, Breloom ist eigentlich auch nicht schlecht, aber da sehe ich halt gerade den Sinn dahinter nicht. Bei dieser Top 4 zumindest. Das Einzige, wo das vielleicht ein bisschen Sinn macht, ist dann bei Melanie, der Unlichttrainerin. Die könnte nämlich mit ihren Nachtara auch ganz schön böse sein. Breloom vielleicht statt Parasect reinnehmen? Und Sableye dann. Oder Talo für Mushas. Schwalbini für Mushas? Beziehungsweise halt ein Pokémon können wir uns ja sowieso neu antrainieren. Das ist sowieso die Frage, wie hoch willst du das Level trainieren? Willst du spannend machen oder nicht? Ja, das höchste Level ist ja 50, ne? Ja, das höchste Level ist 50. Ich meine, ich habe zum Beispiel bei meiner Smart Nuzlocke ja gemacht, dass ich glaube, alle waren glatt 50. Ich glaube, ich mache es dann so, dass sie ungefähr auf 47 oder sowas sind. Ja, meines. Also ja, bei mir war dann halt Vasili halt da. Milotic 58 war schon. Weil ich mehr Sorge vor Gyarados und Kapadoros hatte. Ich meine, ich kann auch Taubos trainieren, ne? Also ich habe auch einen Taubos. Also ich könnte entweder Schwalbini oder Taubos nehmen. Ich weiß nicht, wäre es auch sinnvoll, ein paar aus dem Team zu wechseln. Also ich auf jeden Fall mit Eistrahl gegen Lance. Wegen Dragoran ist die Frage, Drachenattacken wären gut. Da wäre es ja schon wieder Palkia gut. Also die Frage, ob Palkia. Aber da haben wir ja den Eistrahl, wie gesagt, beziehungsweise den Aurora-Strahl. Da braucht man nicht unbedingt Drachenattacken. Und Palkia, ja, ja, wie gesagt, möchte ich nur im Notfall nutzen. Aber die Dragoran können auch Donner, ne? Ja, die können Donner, aber du steckst mindestens einen Donner schon weg, weil du einfach ein Spezialdefensivmonster bist. Es sei denn, was jetzt nicht so unüblich ist. Und es sind drei Dragoran, die halten mindestens eine Aurora-Strahl aus. Ja, das ist richtig. Was haben wir denn sonst noch, was wir mit drin nehmen könnten eigentlich? Nichts wirklich Sinnvolles. Keifel vielleicht noch, weil das auch Eis-Pokémon ist. Und es könnte auch ein Donner wegstecken. Ansonsten sehe ich halt echt aber nicht wirklich Sinnvolles. Dragoran hat auch noch Hydro-Pumpe, oder nicht? Also nee, Hydro-Pumpe hat es nicht. Ich könnte ja mal das Moveset nachgucken. Ich glaube, es hat einfach nur Donner. Vielleicht hat es Feuersturm noch. Ich guck mal kurz nach. Also ich sehe eigentlich nur die vier noch als irgendwie sinnvoll momentan. Ich schau mal kurz noch, was wir für so für Attacken haben. So als TMs. So, Moment.
Was ich auch zum Beispiel lustig fand, bei der Smaragd Top 4, da war es so, dass die meisten halt ein Pokémon zweimal hatten. Das eine, das hatte mal vor die Scheißattacken und das zweite hatte vor die heftigen Attacken. Das fand ich sehr lustig. So, ich guck gerade. Also wir könnten Shadow Claw und Dark Pulse lernen für Dingens. So, Beziehungsweise kann Glurak Shadow Claw lernen? Kann es. Dann würden wir damit mit Glurak relativ gut den Willi besiegen. Mit Shadow Claw. Das sollte dann kein Problem sein. Okay. Okay, ich sehe gerade die ganzen Moves. Von wem willst du es denn wissen? Ne, es geht ja nur um die Gluraks, die Dragovans meine ich. Okay, aber beim Rest. Das ist jetzt nicht so. Was? Okay. Achso, da ist mit ersten und zweiten Kampf. Machen wir auch den zweiten Kampf? Später, ja. Juhu, da freue ich mich. Aber die sind natürlich gleich mit diesem schwachen Team rein. Nein. Nee. Also beim ersten Mal haben wir zuerst Gyarados, das hat Drachenpuls, Dreschschläge, Kaskade und Eiszahn. Oh, es war kein Erdbeben, ich bin auch Dreschpflege. Da habe ich kein Problem mit, das ist sowieso River Futter. So, dann haben wir. Ah, sie haben sogar unterschiedliche Moves teilweise. So, das eine Dragoran, also das eine Level 49 hat Donnerwelle, Hyperstrahl, Donner und Drachenstoß. Das andere Dragoran Level 49 hat Donnerwelle, Hyperstrahl, Blizzard und Drachenstoß. Mhm. Dann hast du halt Aerodactyl mit Donnerzahn, Steinhagel, ja, Aerobas. Ist egal. Dann halt Glurak. Und dann hast du das Dragon Level 50 mit, okay, Bodyguard, Wutanfall, Feuersturm und Hyperstrahl. Du hast Donner, Eis und Feuer. Und da hast du noch Drache wegen Wutanfall, aber nur einer. Nee, die anderen beiden haben jeweils Drachenstoß. Ja, da bist du immer noch das Beste, weil dann gibt's nur einen Elektro, einen Donnerangriff direkt. Ja. Und Glurak könnte rein theoretisch aber, zwar auch Drachenpuls lernen, aber das ist mir auch zu gefährlich dann mit dem Donner und, ja. Nicht vergessen, dass das zweite Drachen jeweils Donnerwelle haben. Und Aerodactyl hat Donnerzahn. Ja, das ist jetzt nicht das Problem. Bei Aerodactyl macht's mir schon eher Sorgen. Aber gegen Aerodactyl kann ich einfach meine. Das Ding kann ja kein Erdbeben, ne? Da kann ich dann einfach River einsetzen. Ja, es hat nur Donnerzahn, Steinhagel, Aeroras und Knirscher, aber halt Knirscher und Steinhagel können flinchen. Was ich natürlich auch machen könnte, ist gegen Siegfried dann einfach River in den Kampf schicken, gegen Gyarados den Ladestrahl machen und hoffen, dass es einen überlebt. Dann habe ich nämlich zwei Ladestrahl-Boosts und dann könnte es sehr gefährlich für ihn werden. Dann kann nämlich River einfach mal komplett durchsweepen. Du bist also der Meinung, dass, wenn, je nachdem wie Gyarados angreift, ich meine, das ist jetzt ja offensiv nicht so schwach. Ich meine, der Drachenpuls, das Kaskade, Eiszack könnte ich einfrieren und Dreschfliege, wenn es sehr niedrige HP hat, macht auch mehr Schaden. Ja, schon, aber ich denke nicht, dass es einigermaßen auf demselben Level Ampharos so schnell schaden kann. Weil Ampharos hält doch ganz schön viel aus. Oh, wenn ich hier schon manche Pokémon sehe beim zweiten Mal, das ist echt nicht nett. Nee, ist es echt nicht. Das war echt krass beim zweiten Mal, als ich das zum ersten Mal gespielt habe. Ich hatte so ein Schwein, dass ich einen Latios noch gefangen hatte. Mhm. Also vor allem eins davon macht mir Sorgen, aber das können wir beim anderen Mal machen. Siehst du könntest auch ganz gut gegen Willi kämpfen, weil wir haben hier den Shadow Ball. Den Schwugball. Ja, ich weiß, was Shadow Ball ist. Manche Moves kenne ich, danke. Mhm. Also Sableye brauchen wir tatsächlich also wahrscheinlich nicht, weil Geistattacken und Unlichtattacken haben wir alles. Das Interessante wären eigentlich nur noch Kampfattacken. Da hätten wir eben das Prelum mit dem Fokusstoß, den wir ihm bei... nicht Fokusstoß, sondern den Fokus Punch. Also hier den Dingens, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er im Deutschen heißt. Ah, was? Den Fokus Punch. Da wo er am Anfang der Runde auflädt und im zweiten schlägt er am Ende der Runde schlägt dazu. Nee, Wuchtschlag ist das, wo der verwirren kann. Nee, warte. Da ist doch Power Punch einfach. Das könnte sein. Ich weiß ja nicht, ob es noch Spore lernt. Lernt Kapilz noch Spore? Also Pilzspore? Nach Level 22? Er lernt es nur als Knilz. Achso, verdammt. Sonst habe ich, glaube ich, aber auch keine Kampfattacke. Hm. Weil, was mir noch Gedanken macht, ist momentan das Nachtara. Von der Melanie. Hundemon weniger, der Rest eigentlich auch nicht so unbedingt Kramurks und so, aber das. Na, wie gesagt, die Kampf-Pokémon machen mir halt noch Gedanken. Deswegen werde ich wahrscheinlich Schwalbini oder Tauboss trainieren. Eins von beiden.
glaube aber fast, Schwalbini ist einfach sinnvoller. Oder was meinst du? Ich glaube, Schwalbini hat ein bisschen mehr Angriff. Schwalbini ist offensiv stärker und Scorps auch schneller als Tauros. Ja. Und das Moveset sollte besser sein. Ja. Naja, im Endeffekt geht es wahrscheinlich eher auf Fliegen hinaus. Warum nicht sowas wie Aeroas? Weil Aeroas halt nur 60 Stärke hat, während Fliegen 95 Stärke hat. Aber, naja, aber so gesehen kannst du Aeroas ja zweimal angreifen, das macht's wieder stärker und es trifft immer. Ja, aber das Problem ist dann der Steinhagel. Ich will möglichst keinen Angriff abbekommen, das ist das Problem. Hat Fliegen überhaupt 100% Genauigkeit? Nee. Aber das ist dann halt der Risk. Entweder ich mache die schwächere Attacke und überlebe wahrscheinlich, lass den Gegner einen Schlag überleben und krieg dann einen Schlag ab, oder ich hoffe, dass ich treffe und mache dann mit einem Schlag fertig. Hoffentlich. Das ist ja auch noch nicht gegeben. Nee, wird es eigentlich gerade noch alles auf? Ja, ja. Ach so, okay, gut. Ich denke aber, es geht auf Schwalbini. Genau, die erste. Also, du willst wahrscheinlich Fade, Paraparilli und Isogu und mich und Wupper behalten. Macht Sinn, weil, wie gesagt. Ja, aber für wen willst du Isogu verwenden? Nee, Isogu kann einfach sehr viel Schaden im Allgemeinen machen. Das könnte ich zum Beispiel dann gegen das Nachtara und sowas benutzen. Weil es haut halt einfach wirklich viel Schaden raus. Und das ist halt auch relativ schnell und hält auch einiges aus. Also das kann ich ab und an mal einfach so reinsetzen, wenn ich irgendwas habe, was ich gerade so nicht wegkriege. Und ich wüsste jetzt auch nicht, was ich sonst für eine gute Alternative hätte. Das ist das Nächste. Ich meine, ich könnte es ihm rein theoretisch noch Erdbeben beibringen, aber das brauche ich eigentlich auch nicht. Na, eigentlich eher, wenn dann gegen Melanie einfach nur. Dafür könnte er ganz praktisch sein. Du dann sowieso mit den Eisattacken. Und auch gegen Hundemon und sowas. Ampharos sowieso gegen Garados, Glurak, Aerodactyl. Paraparilli ist halt so die Sache. Bei Paraparilli habe ich keine Ahnung, ob ich das drin behalten will. Weil es macht eigentlich nicht wirklich viel Sinn. Naja, es kann halt Gegner auf Schlaf liegen, aber seitdem Gegner aus dem Schlaf sofort angreifen können, ist es halt, Ja, okay, eine Runde schlafen sie dann auf jeden Fall, aber ich greife eh erst mal zweites an und dann Feuersturm und Blizzard am Ende vor allem, Funktioniert es da schon mal nicht. Und vorher ist es halt auch nicht, es hält auch nicht so viel aus, das ist das Ding. Deswegen bin ich halt eher am überlegen, ob ich das vielleicht rausnehme und dann halt, Kapilz rein, damit ich halt irgendwelche Kampfattacken habe, damit ich dann eben vielleicht doch das Nachtara damit wenig weghauen kann. Aber auch das ist jetzt nicht das Optimalste. Ich würde sagen, Azumarill als Feentyp, aber noch nicht. Vielleicht gehen wir auch nur mit 5 Leuten da rein. Ist doch dumm. Ja, Freddy, das ist dumm. Ja, du könntest ja natürlich ganz einfach machen und einen Falker mitnehmen. Aber es wäre lame. Ja, als Last Resort, so gesehen. Dimensio. Bin ich oder du auf den Namen gekommen? Bei wem? Bei Falker. Achso, keine Ahnung, das warst auf jeden Fall du. Okay. Wahrscheinlich wegen Dimension und dann Dimensio. Käfer bringt halt in der Top 4 wirklich fast gar nichts. Ja. Ist halt so. Ja, es ist halt wirklich so. Eventuell kannst du einfach Smog mitnehmen, dann sagt er so zu Dragoan, oh, du bist im falschen Tier. Smoggen habe ich tatsächlich auch überlegt, weil wenn es dann irgendwelche Toxinattacken und sowas lernt und gegen Kampf-Pokémon ist es ja auch recht gut. Das ist halt aber auch wieder die Frage. So kann man auch seine Videozeit strecken.
Ja, das ist ja jetzt wirklich nur noch Vorbereitung. Danach kommt jetzt erstmal wieder nur ellenlanges Training. Ja. Paraprili möchte ich echt nicht drin lassen. Das ist mir zu gefährlich da drin. Ich könnte natürlich auch dann das zweite Flug-Pokémon mitnehmen, dass falls Schwalbini das doch nicht schafft, dann habe ich ein zweites drin. Das ist ja auch wieder blöd. Richtig. Kann ich halt den Spot du auch könntest anders benutzen. Du könntest für die Kampf-Pokémon könntest du einfach Militales mitnehmen. Psychokampf deckt auch einiges ab. Meditales. Frage ist halt, lernt es noch gescheite Psycho-Attacken? Ich guck mal nach. Moment. Für was hat man nicht alles in Komod? Momentan hat sie echt nicht viel. Hä? Ja, ist auch Level 10. Naja, freilich. Frage ist halt, was es lernt noch bis Level 47. Oh, ey. Seite umstrukturieren, dumm. Ja, stimmt. 6 Listen nebeneinander war eigentlich besser, aber nein, das machen wir jetzt eine Liste ganz weit runter. So, Drittgrad und Meditales. Wo ist der Attacken? Dex. Ada, Attacken. Ist das Generationsspawned? Ne, X, Y, U, Skoko, was? Skoko wäre ist das Idee. Moment, ist das denn ernst? Die haben jetzt nur noch Oras drin, wie es aussieht. Ne, da ist es. Vierte Generation. So, also auf Level 1. What the fuck? Du sollst unbedingt zum Attacken gehen. Auf Level 1 hat es Feuerschlag, Eishieb, Donnerschlag, Geduld, Meditation, Kommission, Scanner. Ist gar nicht mal so schlecht. Dann lernst du auf Level 4 Meditation, auf 8 Konfusion, auf 11 Scanner, 15 Kraftreserve, 18 Willensleser, Offenlegung, Gedankengut, Kraftbälle, Turmkick, Psycho Plus, Kraft. Was? Krafttrick? Was ist das denn? Das Gegenschlag. Ist das, wo du die Kampfwerte tauscht. Die Angriffswerte. Also, Gegenschlag und Genesung. Nein, es lernt von selber nicht Psychokinese. Hast du es als TM? Es lernt auch keine Psycho-Attacken an sich. Es hat Konfusion, wie gesagt. Ja, aber Konfusion ist ja. Ja. Gibt es ja auch keine TM Psychokinese. Da wäre Skogro vielleicht sogar eine gute Wahl. Also, es gibt einfach keine TM Psychokinese. Doch, da. TM 29 Psychokinese. Warum bringst du es einfach eben nicht bei? Weil ich nicht weiß, ob ich die gerade habe. Ich guck mal nach, was die gibt. Ich weiß schon, dass es die auf jeden Fall gibt und wo wahrscheinlich ja, auch. Ich weiß noch nicht, ob ich sie jetzt schon habe. Ja, warte, ich guck einfach mal. Weil ich glaube mal, die gibt es in Saffronia City. Da, wo es sie früher nämlich auch schon immer gab. Ja, steht auch nicht mit bei. Super. Und ich habe sie auch definitiv nicht. Das Einzige, was ich beibringen könnte, wäre noch der Drain Punch, aber. Hä? Ich glaube, ich nehme Skogro mit. Warte, Skogro war Giftflug. War Flugboden. Ach, Flugboden? Das hat überhaupt keinen Gifttyp. Nee. Na, es wird ja auch gehen für die Kampf-Pokémon. Eben. Und es hat auch so einen sehr guten physischen Defensivwert. Ich bin mir halt nur nicht sicher, ob das gescheite Flugattacken lernt. Ich guck nach. Da würde aber schon reichen, wenn es dann. Na okay, es hat Poison Jab, das reicht eigentlich auch schon. Wieso sollte Gift-Tip reichen? Weil für das einfach schon mal vergiften kann und das ist wenigstens nicht schlecht. Gift auf Kampf-Pokémon, denk ja. Nochmal nach. Vergiftung. Ich geh da nur auf Stallen hinaus, nicht auf sehr effektiv und schnell weg. Giftschlag hat aber nicht die höchste Rate zum Vergiften, ne? Nee, es reicht aber. Es ist erstmal was. Das ist viel zu luck-based, meinst du nicht? Keine Ahnung. Es hält auf jeden Fall lang genug was aus. Ich kann noch Roost beibringen, ich kann rein theoretisch noch ein Erdbeben beibringen. Also ich wusste zunächst für die Runde den Bodentyp. Ach stimmt, vor allem meinst du nicht, dass sowas wie Nocturne dann Icy kann? Ja, gegen Nocturne dürfte ich es halt nicht einsetzen. Gegen Nocturne habe ich ja noch das Schwalboss. Außerdem gibt es Steinattacken. Ja, die Steinattacken machen ja nichts wegen dem Bodentypen. Und wenn ich Roost einsetze, dann sind die Steinattacken sogar nicht sehr effektiv. Ja, wenn du Roost einsetzt. Ja, und ansonsten sind sie auch nur normal effektiv und das haut er mit seinem physischen Bulk weg. Also, auf Start hat es Donnerzahn, Eiszahn, Feuerzahn, was zum Teufel? Gifttief, Sandwirbel, Härtner und Abschlag. So, dann jetzt Sandwirbel, Härtner, Abschlag, Kurzzugieb, Zornklinge, Finte. Ich hab schon Flinte gelesen. Kreideschrei, Nachthieb, Schwertanz, Kehrtwinde, Kreuzschere, Guillotine. Nein. Schwertanz also, hört sich aber sehr gut an. Schwertanz lernt auf Level 34. Kehrtwinde auf 38. Gut. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Boah. Ja, dann also, nehme ich das mit. Also Schwertanz, Kehrtwinde, Gifthieb und Fliegen?
Fliegen? Oder Aeroas. Ich wollte gerade sagen, fliegen kannst du nicht lernen, Aeroas höchstens. Aber Aeroas habe ich nicht. Denn? Nee, habe ich gerade probiert. Stimmt, verdammte Scheiße. Ach stimmt, das hat man ja auch im Anime gesehen, dass es nicht fliegen kann. Naja, das ist aber auch nicht schlimm, wie gesagt. Wir probieren es erstmal mit Schwalbini und dann haben wir Skokro in der Hinterhand. Das hält halt defensiv auch allgemein sehr viel aus. Und das andere, andere Dragoran, das große, konnte ja Wutanfall, Bodyguard. Dann weiß ich nicht mehr, was es konnte. Keine Ahnung, aber das kann Skokro eigentlich auch ganz gut wegstecken. Bodyguard, Wutanfall, Feuersturm, Hyperstrahl. Ja, Feuersturm, Hyperstrahl wird ein bisschen gefährlich. Du kannst ihm auch Toxin beibringen. Ja, ich habe aber leider kein Toxin. Achso, aber Erdwing kannst du ihm beibringen. Ja, das kann ich ihm beibringen. Es bringt nur nicht so viel. Es bringt dann vielleicht gegen Hundemon was. Ja. Du kannst natürlich auch einfach Doppelteam beibringen, um das zu streuen. Ja, genau. Nee, wir machen jetzt das mit dem Team, bringen die jetzt alle auf 47. Und dann du bringst die alle auf 47. Ich und hallo. Hallo? Spy Hunter. Was? Da war mal gerade mein Antivirenprogramm. Achso. Was einfach mal aufgeploppt ist. Gut, okay. Machen wir es mit den Sechsen. Hoffentlich. Müssen wir erstmal das Training noch überleben. Und dann hoffen wir das Beste. Ja, das dürfte gut sein. Und jetzt ist schon so spät, das möchtest du bestimmt nicht bei mir aufnehmen, du. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss. Wenn wir hier in der Pokliga loslegen. Bis dann.